lass mich dir 7 schnelle Tipps geben, die du speziell in puncto Ernährung umsetzen solltest. Nummer 1. Meide Alkohol, Limonaden und Energy Drinks. All das ist voller Kalorien und lässt deine Insulinausschüttung in die Höhe schießen. Sogenannte hochglykämische Getränke sind nur direkt vor dem Training hilfreich. Als schnelle Energiequelle also. Hier kannst du beispielsweise Dextrose verwenden. Zweitens, lerne zwischen guten und schlechten Fetten zu unterscheiden. Gute Fette findest du unter anderem in Fisch, Nüssen und Olivenöl, schlechte in Gebäck, Soßen und Frittiertem. Drittens, kenne deine persönliche Kalorienbilanz. Wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper verbraucht, nimmst du zu. Konsumierst du weniger, nimmst du ab. Online-Kalorienrechner gibt es zuhauf im Netz, sieh dich da mal um. Viertens, ernähre dich weitestgehend unverarbeitet und bereite deine Nahrung schonend zu. Fertignahrung und Fastfood setzen deinem Stoffwechsel arg zu. Iss vermehrt Dinge, die nicht aus einer Maschine kommen und die nicht heiß gebraten sind. Fünftens, Beeren sind ideale Begleiter bzw. Hilfsmittel für deinen Metabolismus. Egal ob Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren oder Brombeeren, sorge dafür, dass du so viel wie möglich davon in deine Ernährung packst. Sechstens, meide zeitlich begrenzte Modediäten und setze stattdessen auf eine langfristige Ernährungsumstellung. Viele Leute, inklusive Fitnessmodels, setzen hier auf die sogenannte Paleo-Diät, auch Steinzeit-Diät genannt. Siebtens, eine gute Idee kann es sein, sich einfach einen eigenen Garten anzulegen. Dabei lernt man die Lebensmittel nicht nur mehr zu schätzen, sondern ernährt sich auch automatisch gesünder als bei bloßer Supermarktkost. In letzter Hinsicht, ist es gar nicht so schwer, halbwegs fit und gesund zu sein. Alles, was du brauchst, ist Kontinuität und, ganz besonders eben die Eigenschaft, die wir Männer eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesaugt haben sollten. Selbstdisziplin.